Guten Morgen, Marc, wie fast immer im Auto. Schön. Gertrud. Heute schon mal eine kleine Runde. Ja, wo sind wir gerade? Wo sind wir gerade im Geist? Wo bin ich gerade im Geist? Gestern hatten wir die Lektion, ich will meine Funktion hier nicht vergessen. Und die Lektion von heute, meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Und bin ich bereit, die ganz anzunehmen? Und dafür sind ja heute die ganzen, also es ist ja heute die Übung den ganzen Tag hindurch, alle anderen loszulassen und zu schauen, was ist in meinem Geist. Was ist in meinem Geist an Ideen, an Vorstellungen, an Zielen, die mich immer wieder vergessen lässt, immer wieder davon ablenkt, mich voll und ganz der Funktion Gottes hinzugeben und voll und ganz die Funktion zu erfüllen, die Gott mir gab, die einfach, ja, Vergebung ist. Und mich den ganzen Tag hindurch daran zu erinnern, egal was ich hier scheinbar sehe, was für eine wahnsinnige Welt, was für eine vielleicht graue Welt da draußen. Was für verrückte Menschen mich eingeschlossen, wenn ich hier auf Körper schaue, anstelle auf das Licht in jedem, in jeder. Und in der Lektion steht, für eine totale Verpflichtung sind offensichtlich beide Gedanken nötig. Also sowohl, dass ich gerade schaue, darauf schaue, was ich hier sehe in der Welt, um in meinem Geist zu entscheiden, was ich wirklich will. Um zu sehen, hier sind noch Ziele, die ich vielleicht gerade habe. Gesund zu sein, Dinge zu machen, die mir Freude bereiten, mit lieben Menschen mich zu umgeben. Dann bin ich immer noch in der Anhaftung, dann bin ich immer noch dabei, hier Dinge zu wollen, mich Versuchungen hinzugeben, weil ich denke, ich finde hier mein Glück, was sicherlich für einen Moment möglich ist, aber in meiner Erfahrung ist es immer wieder, dass es wie so immer kürzer wird, wenn ich und immer deutlicher zu erkennen, wenn ich mir hier irgendwie eine Freude mache und meine, ich brauche morgens meinen Kaffee und dann gehe ich in ein Café und trinke einen Kaffee. Dann freue ich mich da vielleicht irgendwie drüber, aber das bekommt einen wie immer bittereren Beigeschmack.
weil ich weiß, weil ich erfahre, dass das mich nicht wirklich glücklich macht. Weil ich weiß, dass ich dann hier noch ein bisschen spiele und was überhaupt nicht schlimm ist, was überhaupt total wertfrei ist. Die Frage oder der Aufruf in der heutigen Lektion ist einfach, bin ich bereit, alles andere beiseite zu legen, was von dem ich denke, dass es mich vielleicht glücklich machen könnte und das einfach kritisch in meinem Geist anzuschauen. Und es braucht diese zwei Phasen. Die erste ist zu erkennen, der Erlösung als meine Funktion, dass hier Gott mich ganz klar aufruft, dass hier Jesus mich einlädt, als Beispiel vorangegangen ist. Dass ich hier nur Erlösung will. Dass das das Einzige ist, worum es geht. Und der zweite Schritt dann, die zweite Phase, dass ich tatsächlich bereit bin, alle anderen Ziele aufzugeben. Und da echt total ehrlich mit mir zu sein, das anzuschauen. Deswegen braucht es hier einfach ein bisschen mehr, scheinbar ein bisschen mehr Zeit, hier wirklich einzutauchen in diese Lektion. Weil da steht, es ist die einzige Weise, wie du deinen rechtmäßigen Platz unter den Erlösern der Welt einnehmen kannst. Und dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, zu sagen, meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab, sondern dass ich das auch voll meine. Weil es die einzige Weise ist, wie ich Geistesfrieden finden kann. Und da echt liebevoll mit mir zu sein, ehrlich mit mir zu sein, mir die Gedanken anzuschauen, die hier gerade durch meinen Geist rattern, während ich hier unterwegs bin, wohin auch immer. Vielleicht sitze ich auch gerade zu Hause oder bei einem guten Freund. Und mir all diese Gedanken gerade nochmal anzuschauen, von denen ich denke, dass sie mir Frieden bringen. Wahrhaftigen Geistesfrieden. Ich finde es gerade total spannend, also in meiner Erfahrung, bin ja gerade ganz viel in Deutschland unterwegs, besuche Freunde, bin jetzt gerade in Magdeburg bei einem lieben Freund. Und in den letzten Tagen habe ich immer wieder wie so erfahren in mir, ich war irgendwo unterwegs und es tauchte wie so es tauchten wie so Bilder auf, die wie so, wo so die Zeit wegfiel, Raum wegfiel, weil ich wie so wahrnahm, dass ich an unterschiedlichen Orten scheinbar bin. Und das ist einfach gerade sowieso mein Lernen, weil ich vorher auch immer wieder bemerkt habe, so für mich ist einfach der Sinai der Platz, an den ich gehöre, wo ich mich wohlfühle.
ganz viel in Vergleichen unterwegs war, immer wieder, so Deutschland und Ägypten verglichen habe und so weiter. Und jetzt so, dass mein Lernen ist, wie so der Heilige Geist mir zeigt, es ist egal, wo du bist. Es ist alles in dir. Ich ruhe in Gott. Und diese Bilder mache ich. Aber wieso eher ihn da drin wirken zu lassen, um mir zu zeigen, ich bin immer geborgen und gehalten und beschützt. Und ich bin genau da richtig, wo ich jetzt bin. Es ist alles perfekt. Und der Ort schwindet. Das ist, was der Kurs dir immer wieder beschreibt mit, die Welt wird verschwinden, wenn du bereit bist, die Bedeutung der Welt loszulassen. Und das ist gerade so eine coole Erfahrung, wie wir hier so, ja, wie ich hier individuell, ganz persönlich in meiner Erfahrungswelt ge gelehrt werde. Und lernen darf. Und ja, einfach zu bemerken, da ist kein, also die Unterschiede, die ich vorher gemacht habe, die fallen einfach weg. Da ist es egal, an welchem Ort ich bin. Und damit fallen auch all meine Probleme, all meine Schwierigkeiten weg. Das ist ja auch das, was hier weiter unten in der Lektion steht. Der heutige Leitgedanke schenkt dir Entrinnen aus allen von dir wahrgenommenen Schwierigkeiten. Er legt den Schlüssel zur Tür des Friedens, die du vor dir verschlossen hast, in deine Hände. Wie schön, oder? Er legt den Schlüssel zur Tür des Friedens, die du vor dir verschlossen hast, in deine Hände. Was für ein schönes Bild. Ich habe die Tür zugemacht, weil ich vergessen habe und hier in der Welt gesucht nach Glück, nach Freude, nach Erfüllung, nach Frieden. Und indem ich hier gerade bereit bin, mir das anzuschauen, bereit bin, all meine Ideen, was ich hier noch möchte, loszulassen, um wirklich Gott zu dienen, um wirklich meine Funktion zu erfüllen. Und da ist der Schlüssel zum Frieden. Und da werde ich alles finden, von dem ich dachte, ich kann es in der Welt finden. Seit Anbeginn der Zeit steht hier. Also gar nicht mal vielleicht nur in diesem Leben, von wo ich mich vielleicht hier als Doro erinnere, dass ich immer auf der Suche war. Und danke, ich bin so dankbar, dass ich diesen Kurs hier gefunden habe, der mir so klare Anweisungen gibt.
damit ich nicht mehr suchen muss. Und zu erkennen, dass alles bereits gegeben ist. Und was für eine Freiheit und damit auch was für eine Freude da drin liegt. Und das Thema Freude ist ja das Thema des Monats März. Und es ist eben, also ich mag nochmal auf diese Freude eingehen, was diese Freude meint. Und die Mama hat das ja glaube ich gestern auch schon nochmal deutlich gemacht, dass es eben nicht um diese, was ich auch gerade schon erwähnte, nicht um diese weltliche Freude von ich gehe von A nach B und ich tue Dinge, die mir hier Freude machen, die mir hier Spaß machen, das ist nicht gemeint, sondern es ist wie so dieser freudige Zustand als Kind Gottes, der gemeint ist. Eine tiefe Freude, die in mir ruht, die mein Geburtsrecht ist, mein oder vielmehr noch darüber hinausgeht in mein, das ist, was ich bin. Die Freude ist das, was wir sind. Weil wir ein Teil von Gott sind, weil wir der Sohn Gottes sind. Und wir hatten das ja in der letzten Session, letzten Freitag, wo die Frage dann auftauchte, so, naja, kann ich diese Freude auch in, kann die sich auch in Stille ausdrücken? Also es, genau, weil es geht nicht darum, dass es immer eine so eine juchzende Freude sein muss, die sich hier in einer bestimmten Form wiederum ausdrückt. Formen sind ja auch nur von dieser Welt. Sondern sie kann sich durchaus in Stille, in dem Ruhen in Gott ausdrücken, wo ich einfach nur total mich hingebe in diese Stille und einfach eine tiefe Freude in mir erfahre, die sich ausdehnt von mir zu dir, die ich tief in mir erfahre. Und die sich vielleicht in einem Lächeln auf meinem Gesicht zeigt. Und ja, nochmal, da ist die Form wieso nicht wichtig. Das ist ja wieder nur da, wo ich beginne oder wo das Ego beginnt, hier irgendwas zu deuten oder eine Form hervorzuheben, Besonderheit zu machen und so weiter. Und diese Freude bezieht sich auf das, was ich bin, auf das, was du bist. Und darin sind wir eins, darin vereinen wir uns in unserem Gewahrsein, in unserem Erkennen, in der Erfahrung. Und lasst uns noch mal ein bisschen schauen hier im Kurs, was er zum Thema Freude sagt.
Gott, der alles Sein umfasst, schuf dennoch Wesen, die individuell alles haben, die es aber teilen wollen, um ihre Freude zu mehren. Nichts, was wirklich ist, lässt sich vermehren, außer durch das Teilen. Deshalb hat Gott selbst euch erschaffen. Die göttliche Abstraktion erfreut sich an Anwendung und das ist, was Schöpfung bedeutet. Das Wie, was und mit wem ist unbedeutend, weil wirkliche Schöpfung alles gibt, da sie nur so erschaffen kann, wie sie selbst ist. Erinnert euch, dass es im Sein keinen Unterschied zwischen Haben und Sein gibt, wie es ihn in der Existenz gibt. Im Zustand des Seins gibt der Geist immerfort alles. Das ist doch cool. Also wir können auch als Individuen hier also erfahren, dass wir alles haben, aber dass nur wiederum übers Teilen wird sich diese Freude ausdehnen, weil das zu unserer Funktion auch dazugehört. Weil es genau darum geht. Darum geht es in der heutigen Lektion. Und das ist einfach, was Freude wirklich meint. Die göttliche Abstraktion erfreut sich an Anwendung. Und das ist, was Schöpfung bedeutet. Das ist da, wo einfach, wo, ja, wenn ich meine Freude teile aus dem Raum von dem Gewahrsein, was ich bin, dann ist das Schöpfung, das ist wahre Schöpfung. Und da ist unbedeutend mit wem, wer hier gerade auf meiner Bildfläche, auf meiner Leinwand auftaucht. Und dann geht er einen Schritt weiter. Erinnert euch, dass es im Sein keinen Unterschied zwischen Haben und Sein gibt. Weil alles vorhanden ist. Hier ist alles da. Weil ich das bin. Weil ich Freude und Friede und Liebe und Licht bin. Und nur indem ich es gebe, werde ich es erfahren. Und das ist ja immer wieder das, was es braucht, uns hier bewusst zu machen oder auch immer wieder zu praktizieren, weil ansonsten wir so schnell, ich so schnell hier in der Illusion, versumpfe, wo das ja alles Kopf steht. Wo ich denke, wenn ich hier was gebe, dann habe ich es nicht mehr. Oder andersrum, ich habe etwas nicht, also ist es nicht mein. Also fehlt mir was, also bin ich nicht vollständig. Also nehme ich nicht wahr, dass ich ein Kind Gottes bin.
Deswegen brauche ich immer wieder die Erinnerung. Und weiter, die Bibel erklärt mehrfach, dass ihr Gott loben sollt. Das bedeutet wohl kaum, dass ihr ihm sagen sollt, wie wunderbar er ist. Er hat kein Ego, mit dem er derartigen Dank annehmen könnte und keine Wahrnehmung, um solche Darbietungen zu ermessen. Und jetzt kommt's. Solange du jedoch deine Rolle in der Schöpfung nicht übernimmst, ist seine Freude nicht vollkommen, weil die deine unvollkommen ist. Und das erkennt er. Also hier er mal groß geschrieben. Er erkennt es in seinem eigenen Sein und in dessen Erfahrung seines Sohnes. Das ständige Hinausströmen seiner Liebe ist blockiert, wenn seine Kanäle verschlossen sind. Und er ist in der Tat einsam, wenn die Geister, die er schuf, nicht voll und ganz mit ihm kommunizieren. Wow. Also, wo blockiere ich hier noch seine Liebe? Das scheint ja immer wieder wie so ein Widerspruch zu sein, dass einerseits gesagt wird, ich bin, wir sind schon erlöst hier, das Drehbuch ist bereits geschrieben, es ist alles schon passiert und dennoch sagt er uns hier auch immer wieder im Kurs, es braucht meinen Teil hier, dass ich meine Funktion vollständig annehme. Weil ich schinde hier einfach nur noch Zeit. Und ich mache all dieses Leid, was ich hier noch sehe. Oder diese Verwirrung oder was auch immer es ist. Ihr wisst genau, wovon ich spreche, deswegen brauche ich da jetzt gar nicht drauf weiter eingehen. Für mich ist das gerade die Lektion, mit der ich gerade gehe. Gottes Stimme spricht den ganzen Tag zu mir. Und immer wieder dahin zurückgehen. Und ich weiß, wie viel Angst ich so lange davor hatte. Und Ausreden und ich weiß nicht was alles, echt mit Gott in die Kommunikation zu gehen. Und das ist aber so ein Segen, das ist so eine Freude, das ist so ein Frieden, der mir die ganze Zeit gezeigt wird. Und dann schwindet wahrlich diese Welt. Gott hat euer Königreich für euch bewahrt, aber er kann seine Freude nicht mit euch teilen, solange ihr es nicht mit eurem ganzen Geist erkennt. Selbst Offenbarung reicht nicht aus, weil es sich um Kommunikation von Gott aus handelt. Sie reicht nicht aus, bis sie geteilt wird.
Also ich kann natürlich hier in der Kommunikation mit Gott sein und kann und höre. Ich meine, wir hören ja die ganze Zeit. Es ist ja immer nur mein Nicht-Wollen, weil auch jedes Ich kann nicht einfach nur ein Ich will nicht ist. Du kannst jedes Ich kann nicht mit Ich will nicht austauschen, weil es dasselbe ist. Und auch da wieder der Hinweis, sei liebevoll da drin mit dir. Es ist, also hier geht es ja auch nicht um dich selber wieder zu hauen, weil dann hängst du ja wieder im Ego. So. Also, da ist mein, es ist immer nur mein. Ich will nicht, wenn ich nicht in der Kommunikation bin, weil das unser natürlicher Zustand ist als Sohn Gottes, als der Sohn Gottes. Und der nächste Schritt ist dann, dass das geteilt werden will. Das heißt, das, was ich höre, was ich hier sagen soll und zu dem, dem ich hier gerade geführt werde, also das auch wieder weiterzugeben, zu teilen, gehört dazu. Und das ist ja das, was fürs Ego echt super unangenehm ist. Was so scheinbar manchmal persönlich beleidigend wirkt. Also mich hier in meiner Persönlichkeit, wie ich sie sehe, wie ich sie wahrnehme, immer wieder das zurückzustellen. Weil ich meine Funktion hier vollständig erfüllen will. Ich will nicht mehr warten. Ich will keine Ausreden mehr haben. Ich will nicht mehr leiden. Ich will Frieden. Und ja, ich will die Freude, ich will die Freude Gottes erfahren in jedem Moment und ich will sie mit dir teilen. Ich will sie mit dir teilen, Bruder. Yay. Ja, weil sie reicht nicht aus, bis sie geteilt wird. Also nochmal, ich kann super gut irgendwie in der Kommunikation mit Gott sein, aber solange ich sie nicht, ihr nicht folge, sie nicht ausdehne, sie nicht mit dir teile,
bringt das ja alles nichts. Dann ist meine Funktion hier noch nicht erfüllt. Gott wird jedes Mal gepriesen, wenn irgendein Geist lernt, ganz und gar hilfreich zu sein. Dies ist unmöglich, ohne ganz und gar harmlos zu sein, weil die beiden Überzeugungen koexistieren. Die wahrhaft Hilfreichen sind unverletzbar, weil sie ihre Egos nicht schützen und sie somit nichts verletzen kann. Ihre Hilfsbereitschaft ist ihr Lobpreis Gottes und er wird ihren Lobpreis erwidern, weil sie so sind wie er und sie gemeinsam frohlocken können. Die wahrhaft Hilfreichen sind unverletzbar, weil sie ihre Egos nicht schützen und sie somit nichts verletzen kann. Und das ist ja so ein Widerspruch mit dieser Welt, ne? Es zeigt uns ja irgendwie das genau andersrum. Genau, die Welt steht ja einfach total Kopf da drin, ne? Weil sie sagt, wenn ich mich hier zeige, dann bin ich total verletzlich. Und ich muss die ganze Zeit meine Gedanken schützen. Ich muss hier meine Persönlichkeit schützen. Ich muss meinen Körper schützen und so weiter. Und ich bin total verletzlich. Und nein. Aber es braucht hier echt mein Vertrauen, zu erfahren, dass es nicht so ist, obwohl ich das mein persönliches Leben lang gelernt habe, dass mich hier so viel verletzen kann, dass ich mich schützen muss. Und ich meine, was für ein Segen, dass das alles nicht wahr ist. Dass ich hier nichts schützen muss, dass Gott mich sicher hält. Dass ich noch nicht mal meine Gedanken hier schützen muss. Weil da fängt es ja häufig an. Und ja, dann spricht er hier von Hilfsbereitschaft. Kennst du das, dass das eigentlich so was ist, was so natürlich in dir angelegt ist? Und manchmal wirkt es wie so, dass andere denken, oder klar, ist ja niemand anders da draußen. Oder ich denke, warum macht er das denn jetzt? Was will er denn von mir? Kennt ihr das? Oh, ich kenne das so gut. Aber das ist einfach, da ist der Sohn Gottes. Und das ist der Lobpreis Gottes. Ihre Hilfsbereitschaft ist ihr Lobpreis Gottes und er wird ihren Lobpreis erwidern, weil sie so sind wie er und sie gemeinsam frohlocken können. Und hier ist wieder der Hinweis oder nochmal eine Erweiterung oder ein
Ja, es ist eine, vielleicht wie so eine Erweiterung, es ist Frohlocken, ist auch Freude oder kann Freude sein. Im nächsten Satz steht, Gott geht hinaus zu ihnen und durchdringt sie und es herrscht im ganzen Königreich des Himmels große Freude. Jeder Geist, der anderen Geistes wird, trägt durch seine individuelle Bereitwilligkeit, an ihr teilzuhaben, zu dieser Freude bei. Wow, das ist schön, oder? Das ist so cool. Und er braucht mich, er braucht dich. Die wahrhaft Hilfreichen sind Gottes Wunderwirkende, die ich anleite, bis wir alle in der Freude des Himmelreichs vereint sind. Ich werde euch überall hinführen, wo ihr wahrhaft hilfreich sein könnt, und hin zu einem jedem, der meiner Führung durch euch folgen kann. Es braucht jeden Einzelnen. Ja, es braucht mich. Das ist wie weltlich gesehen wie eine Kettenreaktion oder wie diese Dominoschlangen. So. Es ist wie so, also immer wieder so ein Beispiel, was mir gerade einfach immer wieder auftaucht. Es ist, wenn ich jemandem ein Lächeln schenke und wenn ich dann wieder selber mich erinnere, wie wenn mir jemand zulächelt und ich vielleicht gerade einen düsteren Gedanken habe, wie das meinen Tag erhellt. So, und das passiert ja ständig. Will ich da wirklich noch irgendwas zurückhalten an Freude, an Funktion? Nein, will ich nicht. Ja, das ist mal echt eine Freude, einfach hier gerade einzutauchen, gemeinsam. Uns in Freude verbinden, in Frohlocken. Und ihn bitten, dass er uns alle Nuancen von Freude hier gerade zeigt.
Ja, was gerade noch auftaucht, ist Heilen ist Freude. Heilen ist glücklich machen. In Kapitel 5, Heilung und Ganzheit, komme ich gerade. Ich sagte euch zuvor, ihr solltet bedenken, wie viele Gelegenheiten ihr habt, euch froh zu machen und wie viele ihr abgelehnt habt. Das ist genau dasselbe, wie euch zu sagen, dass ihr es abgelehnt habt, euch selbst zu heilen. Das Licht, das euch gehört, ist das Licht der Freude. Strahlen ist nicht mit Kummer verbunden. Depression ist oft ansteckend, doch obwohl sie diejenigen, die mit ihr in Kontakt kommen, beeinflussen kann, geben sie sich dem Einfluss nicht mit ganzem Herzen hin. Das ist ja immer dieses, in Depression gibt es ja immer einen Zweifel und häufig ein Schwanken. Ja, ich will glücklich sein und dann hänge ich mich an so kurze Momente von Glück, von wiederum Götzendingen, Menschen und so weiter. Also bin ich nicht ganz in also da einfach nur, um das hier zu, also beschreibt das ja einfach nur, um das nochmal deutlich zu machen. Da bin ich nie mit ganzem Herzen. Allein Freude ruft eine ganzheitliche Bereitwilligkeit hervor, an ihr teilzuhaben und fördert somit den natürlichen Impuls des Geistes, als eins zu reagieren. Der Versuch zu heilen, ohne selbst ganz froh zu sein, ruft gleichzeitig verschiedene Arten von Reaktionen hervor und entzieht somit anderen die Freude, von ganzem Herzen zu reagieren. Das ist ein ganz spannender Aspekt, ganz wesentlich. Das ist ja, das ist so ein Trick vom Ego hier. Wenn ich denke, aus meiner Persönlichkeit heraus zu heilen und die Idee, also es ist ja häufig so in meiner Erfahrung mit dieser Idee verbunden, naja, ich kann ja hier jemand anderen helfen, aber ich bin ja scheinbar gerade selber nicht ganz gesund. So, aus diesem Gedanken. Dann funktioniert es einfach nicht. Das ist, ne, das ist der ungeheilte Heiler. Zumal, also da hängen ja mehrere Fehlwahrnehmungen drin. So, einmal, dass ich denke, ich könnte hier als Doro heilen und dann, ich müsste erst ganz gesund sein, um jemand anderen gesund zu machen, was ja auch wieder eine Krux ist, dass ich das halt ja alles überhaupt nicht machen kann. So, also nur Verwirrung da drin. So, und dann ist da, kann da keine Freude sein. Und das weist einfach auch darauf hin, dass ich meine Erlösung hier angenommen haben muss, dass ich die Sühne hier für mich angenommen haben muss. Das hängt alles zusammen, das ist alles eins. Zu erkennen, wer ich bin, vollkommene Freude zu erfahren, Heilung.
Um etwas von ganzem Herzen zu tun, musst du glücklich sein. Klar. Wenn Angst und Liebe nicht nebeneinander existieren können und wenn es unmöglich ist, ganz von Angst erfüllt zu sein und lebendig zu bleiben, dann ist der einzig mögliche Zustand der Ganzheit derjenige der Liebe. Es gibt keinen Unterschied zwischen Liebe und Freude. Daher ist der einzig mögliche Zustand der Ganzheit ein vollkommen freudiger. Heilen oder froh machen ist demnach dasselbe wie integrieren und eins machen. Deshalb spielt es keine Rolle, für welchen Teil oder von welchem Teil der Sohnschaft die Heilung vollbracht wird. Sie kommt jedem zugute und zwar gleichermaßen. Ja, weil ich immer an den Ergebnissen erkenne, wo ich gerade bin. An dem, was ich gerade wahrnehme oder wenn es wahre Wahrnehmung ist, erkenne, ich bin in totaler Freude. Dann weiß ich, okay, ich bin echt gerade einfach in Gott und in meinem Gewahrsein von, ich bin der Sohn Gottes. Und wenn nicht, dann kann ich mich jederzeit in diesem Moment erinnern. Also bin ich froh, bin ich heil. Also wird hier wieder eins gemacht, von dem ich wahrgenommen habe, dass es verschieden ist. Und hier ist man auch weiter die Texte, das ist gerade so genial. Diese Titel. Auch immer genau die richtige. Du wirst von jedem gütigen Gedanken eines jeden deiner Brüder gesegnet, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Du solltest sie aus Dankbarkeit ebenfalls segnen wollen. Du brauchst sie nicht persönlich zu kennen, noch sie dich. Das Licht ist so stark, dass es durch die ganze Sohnschaft strahlt und dem Vater den Dank dafür zurückbringt, dass er seine Freude auf sie strahlen lässt. Nur Gottes heilige Kinder sind würdige Kanäle seiner herrlichen Freude, weil nur sie herrlich genug sind, um sie zu bergen, indem sie sie teilen. Für ein Kind Gottes ist es unmöglich, seinen Nächsten anders zu lieben, außer wie sich selbst. Deswegen lautet das Gebet des Heilers: Lass mich diesen Bruder erkennen, wie ich mich selbst erkenne. Halleluja. Yay! Ja, und das, also einfach noch ein ganz kurzes Beispiel, ne, Maika, weil du da gerade sitzt. Also persönlich kannten wir uns auch nicht, ne? Und wir sind uns begegnet irgendwo hier in diesem Zoom, diesem abgefahrenen Zoom-Space. Und
dann war einfach nur eine klare Ansage, Thorsten hat mich eingeladen, auch bei mir war klare Ansage, ja, fahr da hin. Und wir sind uns einfach dann auch so begegnet. Und das ist wie so, ja, ich kenne hier scheinbar irgendwie Menschen gar nicht. Und trotzdem kenne ich sie einfach, weil sie nichts anderes sind als ich. Und da ist einfach so viel Freude. Da ist einfach nur Freude und Heilung, was ja einfach dasselbe ist. Ja, ich danke. Danke für dich. Dankeschön, Doro. Danke, danke, danke.